Also wir fangen mal an. Willkommen zum letzten Teil heute von unseren Gurdjieff-Übungen. Gestern Abend haben Sie ein bisschen gesehen, was es ist, wenn viele Leute das zusammen machen. Sie waren nur 12, aber es gibt schon einen Eindruck, vor allem nicht mal so, was sie jetzt genau gemacht haben, sondern die Stimmung, die mit diesen Übungen oder Tänzen hervorgebracht werden möchte. Und heute, als so letzte Übung, habe ich die sogenannten Om-Kreisen gewählt. So, Gurdjieff hat viele Symbolen von anderen Kulturen, anderen Völkern, anderen Religionen. Er hat sich bedient von allem Möglichen, was ihm nützlich erschienen ist, hat er einfach genommen, selber Sachen erfunden. Und eben das Om-Symbol hat er nicht selber erfunden, hat es einfach übernommen. Und vielleicht wissen Sie es schon, es ist... Das Om-Symbol ist mit dem Kronenchakra verbunden, also es ist eigentlich mit dem Universellen verbunden. So habe ich diese Kreisen so gewählt, wir wollen nochmals noch mehr im Ganzen über den Kopf hinaus und das spüren. Also es ist nicht diese Om-Kreisen, diese Movement, diese Bewegung wäre auch eine an sich, nur wäre sie ein bisschen schwieriger als das, was wir heute machen. Also ich habe sie ein bisschen vereinfacht. Wir drehen, also wir sind einfach Armkreisen. Und wir machen sie ein Arm nach dem anderen, aber theoretisch wären beide zusammen und in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und das wäre ein bisschen zu schwierig. Wir machen es ganz, ganz einfach. Ich erkläre es Ihnen. Wir machen es ein paar Mal zusammen und dann wie in den anderen Tagen einfach mit Musik, und wenn Sie es können, dann auch Auge schließen und einfach das fühlen. Und eben jetzt sollten wir jetzt was vorgeschritten sein und allen diesen Barrieren fallen lassen und die anderen rundherum spüren und die Vögel und die Blumen und das Universum und woher wir kommen und wohin wir gehen, wie wir von Kasia gerade gehört haben, in den nächsten 6 Milliarden Jahren. Wir können schon ein bisschen üben, wie es sich anfühlt, wenn wir dort sind, in ein paar Milliarden Jahre. Also, heute wieder spiegelbildlich, sonst ist es schwierig. Also wir fangen mal mit dem linken Arm für Sie. Wir fangen hier an. Sie müssen Platz haben, um einen Arm zu kreisen oder beiden. Vorne kreisen, ja, nicht hin. Gut. Und eben, Sie können sitzen bleiben oder stehen oder wie Sie möchten. Also da, links. Jetzt haben wir 8 Takten um einen Kreis, nein, 8 Schläge, habe ich gestern gelernt, tut mir leid für den Fauxpas. 8 Schläge, um den ganzen Kreis zu machen, wobei wir es regelmäßig aufteilen. Das heißt, bei 4 sind wir da unten. Also wir fangen jetzt an. 1, 2, 3 und 4 sind wir unten. 5, 6, 7, 8 gehen wir zurück zu der Anfangsposition. Jetzt fangen wir wieder an, aber in der entgegengesetzte Richtung, das heißt nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt beim 8, wenn wir runterkommen, kommt der andere Arm. Jetzt fangen wir an mit dem anderen. Wir wechseln die Arme. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und jetzt wieder. Mit Innenkreis. 3, 4, 5, 6, 7 und wir wechseln wieder. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Gut, machen wir es mit der Musik und eben nach einer Weile, wenn Sie es können, Augen schließen und ins Universum.